Willkommen zurück zu Let's Play Stalker COP. Im letzten Part haben wir Barge und Joker gefunden und uns ihre Ausrüstung gekrallt, um jetzt besser durch die Zone zu kommen. Ich hatte euch versprochen, dass wir diesen Kerl hier nochmal untersuchen. Das hier ist Nimble oder Nimble, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Hallo, mein Name ist Nimble. Die Leute kommen zu mir, wenn sie einzigartige Waffen brauchen. Seltene Modelle, Prototypen, außergewöhnliche Schusswaffen, solche Sachen. Außerdem Elite-Ausrüstung und die modernsten Modifikationen von Schutz- und Kampfanzügen. Ich probiere jeden Artikel persönlich aus und kann deswegen für eine hohe Qualität garantieren. Dieser Mann hier, ich brauche nicht näher auf ihn eingehen, kann uns Waffen beschaffen. Wir können sagen, hier, ich möchte eine Schusswaffe und nach 24 Stunden ist sie da. Das ist allerdings sehr, sehr teuer und deswegen bestelle ich bei dem Kerl nie. Ja. Und das war's. Deswegen bestelle ich bei dem nie. So. So, jetzt haben wir ja auch hier die Aufträge offen. Wir haben noch hier den Helikopter. Dann haben wir hier diese Kiste. Wir haben das Grouse-Ding mit den Blutsaugern. Haben wir hier noch ein Versteck und wir haben das Söldnerlager. Ich würde sagen, dass wir uns erstmal das krallen, was in dem Versteck dort ist. Das kann nie schaden. So, ich weiß nicht. Habe ich mit der Waffe was gemacht? Ne, die sind alle noch voll geladen. Sehr schön. Da oben in diesem Versteck ist nämlich eine schöne Schrotflinte drin und mit der kann ich perfekt die Schnorks abknallen, die in diesem... Ja, ich hasse diese Bildruckler bei diesem Spiel. Es ist ein bisschen doof. Stalker-Spiele sind echt nicht gut programmiert, muss man sagen. Also die Engines sind nicht sehr stabil, was ich sehr schade finde, weil dieses Spiel auf einer richtig, richtig geilen Engine würde super geil aussehen. Vielleicht schafft Misery Mods das, aber wie ich zum Thema Mods stehe, habe ich ja bereits gesagt. Wie gesagt, wer es möchte, wer es mag, der kann es machen. Ich bin kein Freund davon. So. Das ist auch nicht mal eine Chaser, die ich aufgesammelt habe. Das ist eine andere. Das ist eine SPSA-14. Ui, sogar schon voll geladen. Das ist ja gut. Als hätte derjenige, der da quasi das Versteck hütet, schon gewusst, dass wir, naja, diesen Pfad beschreiten wollen. Jetzt habe ich völlig vergessen, einen Spielstand dafür anzulegen. Also einen LP-Stand. Pack sofort das Ding weg. Okay, es sind nur Banditen. Ja, ich will euch was fragen. Hast du hier Militär gesehen? Okay. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, oh, Dektarev hat Hunger, ist, dass man kein Geld klauen kann. Aber ich glaube, das wäre ein zu OP. Das wollte man nicht einbauen, nehme ich einfach mal an, weil Geld in diesem Spiel eine weitaus wichtigere Rolle spielt als in den anderen Call of Duties. Ach, Call of Duties. In den anderen Stalkern, die ich gespielt habe. Ne? Also Shadow of Chernobyl habe ich gespielt, fast durch. Clear Sky nicht. Ui, 4 Feinde. 5 Feinde? Ja, es sind Zombies. Na. So. Die sind dummerweise recht blöd und checken nicht, dass man sie angreift. Perfekt. Das lief gut. Ah, aber ich frage mich, ob diese ganze sinnlose Gewalt wirklich nötig ist. Boah, so blöd kann auch nur ich sein. Ich laufe ins brennende Feuer. Eieiei, sag mal, viel sind ausgerüstet wie ein Waffenschrank, Alter. So, ein Druckverband gegen diese Blutung, das wär's. So, die Waffe können wir wegschmeißen. Ist wieder viel Müll dabei. Weg. Weg. Oh, was soll das denn jetzt schon wieder? Die soll dranbleiben. So, die Knarren weg, weg. Weg, weg, weg. Ich glaube, die sind auch alle zu schlecht. Weg. So, weitaus leichter. Jetzt würde mich interessieren, gibt es vielleicht hier auch noch Artefakte? Das hier ist eine Narbe-Anomalie. Man nennt es auch Psi, was hier vorkommt. Aber hier scheint gerade nichts zu sein. Nein. Psi ist eigentlich etwas anderes, als es hier dargestellt wird. Psi bezeichnet in diesem Spiel eine,
ja, magisch ähnliche Belastung aufs Hirn, sagen wir es mal so. Also man kriegt Leben abgezogen, weil irgendwas auf das zentrale Nervensystem, Hirndingens da, weiß ich nicht. Und das ist nicht gesund, logischerweise. Im echten Leben bezeichnet Psi allerdings etwas anderes. Ich habe das mal so erklärt bekommen, das heißt also, ach, ich sag's einfach so, wie ich es gehört habe. Ich bin mir sicher, dass das jeder schon mal erlebt hat. Ne? Ich glaube, ich bin nicht so ein Paranormaler, ich glaube nicht so sehr an übernatürliche Sachen, aber an diese Sache glaube ich schon dran, denn ihr habt das garantiert schon mal erlebt. Also ihr denkt an irgendeine Person oder an irgendeinen Umstand. Also nehmen wir einfach mal die Person, sei es, ja, wer wäre gut geeignet, ein alter Freund oder eine alte Freundin zum Beispiel, von der ihr lange nichts gehört habt. Ewig nichts mehr gehört, aber ihr versteht euch gut oder allgemein ist euch diese Person im Sinn. Ja, hier sehen wir die Erdspalte. Ganz schön schwierig da reinzukommen, ohne abzukratzen. Und auf jeden Fall, ihr denkt darüber nach oder habt irgendwie gerade ein Bild in der Hand oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was einen Bezug dazu hat, aber in der Regel denkt ihr an diese Person. Also, ne, Kopf und so. So, hier muss ich... Eieieiei! Ei, Alter, ich verrecke ja noch. Fahrzeug durchsuchen. Okay, wir haben eine Stahlkiste gefunden. So. Jetzt wird's interessant, liebe Leute. Und, gerade in diesem Moment, in dem ihr daran denkt und so, ach, wenn derjenige sich melden würde oder ich müsste mich mal melden, in dem Moment klingelt das Telefon oder es klingelt an der Tür und die Person ist da. Das kennt ihr, oder? So, das war für den ersten. Ich glaube, insgesamt gibt es hier unten drei. Und diese Schrotflinte tut ihren Job ganz gut, würde ich mal sagen. Eieiei, aber sie können schon miese Blutungen verursachen, diese Drecksviecher. So, ich glaube, ich kann jetzt auch einen Quicksave machen. Ich finde hier schon wieder raus. Der nächste müsste hier oben sein. Ja. Adios, ihr Drecksviecher. Ja, das war's. Hier ist jetzt wieder eine Anomalie. Die haben doch garantiert irgendwas. Oh oh, noch mehr. Wisst ihr was? Die Banditen sollen mir helfen, die zu erledigen. Hey Jungs, könnt ihr mir mal aushelfen bei dem Viech da? Ja, so ist gut. Oh, ihr seid doch Idioten, ey. Ihr habt nichts drauf. Danke. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. So. Eieiei, Gravitationsanomalien. Okay, die nächste. Ja, da habe ich schon so eine Ahnung, wo das ist. Das ist immer ein bisschen schwer. Das schaffe ich irgendwie nie. Ich bin ja leicht verstrahlt. Das ist aber nicht schlimm. Die ist hinter dieser Anomalie hier. Ja, ich hasse das. Ich hasse diese Scheiße hier. Ich frage mich, wer das einbauen musste. Aber ich möchte das haben, was auch immer dahinter jetzt steckt. Das kann was Wertvolleres sein. Das kann aber auch nur wieder Müll sein. Ja, wieder daneben. So, Leute, das kann noch eine Weile dauern. Aber ich gehe nicht weg, bevor ich darüber gesprungen bin und das habe. So einfach mache ich es dem Spiel nicht. Denn es ist zwar 23 Uhr, ich habe Magenschmerzen hoch 10. Ich bin todmüde, aber trotzdem gebe ich das nicht einfach her. Ja, ich habe es mir gedacht, dass es sich lohnt. Es ist eine Qualle. Aber dadurch, dass wir schon was Gepresstes haben, also das Artefakt, ist es jetzt nicht so wertvoll. Auch dieses Artefakt kann Strahlung mindern. Ist ganz gut. Ist so das Standard. Gepresst ist gut und das Goldfisch ist nochmal besser. So. Jetzt würde ich sagen, können wir das auch noch mit den Blutsaugern machen. Weil wir gerade in der Nähe sind und irgendwann muss es mal erledigt werden. So. Ich hasse diese Mission aus tiefstem Herzen. Aber was willst du tun, würde der echte Gangster jetzt sagen.
Ich muss mich nur mal bequemer hinsetzen. Das Schmerzmittel wirkt zum Glück auch noch ganz gut. Ich hatte ja jetzt gerade gesagt, dass ich wieder mal Schmerzen habe, aber es ist gerade nicht so schlimm. Manche werden sich jetzt auch garantiert fragen, ey Nick, wenn du krank bist, warum nimmst du überhaupt was auf und lässt dir ansonsten Monate Zeit, wenn du gesund bist? Ja, ich weiß nicht, ich habe im Moment gerade tierisch Bock aufzunehmen. Und ja, das will ich ausnutzen. Und wenn die Motivation zu spielen höher ist als quasi das Signal von meinem Körper, du bist eigentlich krank, dann heißt das was. Und diese Chance lasse ich mir nicht entgehen. So, Gauss, was ist los? Ich habe gesehen, wie ein Blutsauger in das Gebäude gegangen ist. Vermutlich haben sie dort ihr Lager. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Achte auf die Schatten. Sie könnten überall auftauchen. Jetzt wird es auch interessant, vor allem, weil wir jetzt in der Nacht schon sind, also es dämmert. Was war das, Alter? Hast du das gehört? Schon gut. Ich habe mir das bestimmt nur eingebildet. Nein, nein, Gauss. Das ist keine Einbildung, glaube mir. So, ich mache zur Sicherheit immer mehr Quicksaves, weil es doch gefährlich ist. Schrotflinte ist, glaube ich, auch ganz nützlich. Da ist etwas. Gib mir Deckung. Das ist ein Blutsauger. Sie können sich unsichtbar machen. Einen habe ich erwischt, aber da waren zwei von denen. Also Vorsicht! Du hast keinen einzigen Schuss abgegeben. Ich habe den abgeknallt, du Idiot. Du bist doch der Polizist hier. Du musst dich doch mit schweren Jungs auskennen. Aber stattdessen mache ich Elite-Stalker mal wieder die ganze Arbeit. Was sollte jetzt dieses Rumgeschleiche? Gehen wir doch mal in diesen Keller, aus dem dieses Geräusch kam. So, jetzt haben wir noch einen zweiten hier. Der ist, glaube ich, sogar noch ein Tick gefährlicher als der andere, aus was für Gründen auch immer. Also auf jeden Fall stirbt er bei mir nie so schnell. Aufpassen! Da ist noch einer! Los, Gauss! Wo ist er? Eieiei! Hilfe! Gauss, hilf mir! Sieh dir das mal an. Wahrscheinlich ist das der einzige Weg in das Untergeschoss. Du bist eine Lusche, ey. Der killt mich hier fast. Ist dir das aufgefallen? Ich sollte dafür eigentlich jetzt dir in den Kopf schießen. Arsch. Ja, mit so einer AK kann man halt auch schlecht gegen die Viecher kämpfen. Oh. Tja, wir müssen wohl runterspringen. Mir nach. Ich frag mich, warum das Licht überhaupt noch hier überall brennt. Hier ist doch seit Ewigkeiten keiner mehr gewesen. Wir spielen doch jetzt im Jahr 2012. Das, kannst du noch laufen? Dann sehen wir uns das Untergeschoss mal genauer an. Ja, das lohnt sich auch. Hier liegen nämlich auch Leichen rum. So. Der trägt sogar eine Waffe und ein Artefakt, den Nachtstern. Der ist ziemlich gut. Mit dem können wir auch wieder mehr Gewicht tragen. So, sieh was dir die Krallenspuren an. Merkwürdig. Krallenspuren haben die Leichen. Na, ich nehme an, dass das Vorgänger von uns sind, die von den Blutsaugern gekillt wurden. Aber sie weisen Krallenspuren auf, sagst du? Ja, wundert mich nicht. Ich habe sie gerade abgekriegt. Hat wehgetan. Die Leichen, die wir zuvor gefunden haben, hatten sie nicht. Okay, also die Stalker, die blutleer aufgefunden worden sind, die hatten keine Krallenspuren. So wie die realen Opfer hier. Also war es kein Blutsauger. Gehen wir. Okay. Und jetzt kommt gleich eigentlich die Szene, die einem so richtig schön das Blut in den Adern gefrieren lässt. Zumindest mir immer. Weil es immer richtig gruselig ist. So, was passiert, wenn ich jetzt mal den Nachtstern hier reinpacke? Das ist mein Job. Mein ganzes Leben lang knacke ich schon Schlösser. Seht ihr, ich kann jetzt 4 Kilo mehr tragen, deswegen ist jetzt auch dieses Geschwindigkeitsding da weg. Ach, Applaus ist nicht nötig. Und jetzt sehen wir uns um. Überall brennt dieses Notlicht, aber warum? Psst! Hier sind überall schlafende Blutsauger. Wir sollten versuchen, lautlos an ihnen vorbeizukommen. Alter, guckt euch mal das an, ne? Wir müssen jetzt hier ganz leise kriechen. Alter, an den Viechern kommst du doch nicht vor... Nee, Alter!
Das könnt ihr mir nicht antun zwischen den beiden, denn sobald einer von denen aufwacht, bist du Hackfleisch. Komme ich da vorbei? Komme ich da vorbei? Wo komme ich besser vorbei? Schießen ist, wie gesagt, reiner Selbstmord. Das schaffst du selbst mit den stärksten Waffen eigentlich nicht. Ah, scheiße, ist das gruselig. Boah. Boah, Alter. Das ist so heftig. Ich glaube, es lohnt sich, hier an der Seite lang zu gehen. Lauf nicht weg, Rouse. Du kannst mich doch nicht hier zurücklassen. Stellt euch das mal im echten Leben vor, Alter. Ich würde sterben vor Angst. Ich würde nicht durch die Viecher sterben, sondern ich würde mit Herzinfarkt umkippen. Sofort. Leise, leise, leise. Wir dürfen sie nicht aufwecken. Bleibt einfach friedlich schlafen. Ja. Das ist wieder mal zu stressig für mein krankes, armes Herz. Gibt's hier noch irgendwelche Items? Nein? Das scheint dein Ausgang zu sein. Spring! Nee, noch nicht. Ich will diesen Herkules-Trank hier einsammeln. Und hier hinten am Ende des Tunnels ist auch noch etwas, das ich nur ungern liegen lassen würde. Ein Versteck. Ja, ja, schlau muss man sein, ne? Man muss das Spiel einfach kennen. Oh, scheiße. So eine Lauferei. Eins. Hier, zweimal Anabiotika. Dieses Medikament ist so stark, damit können wir in der freien Wildnis eine Emission überleben. So, Grouse. Wir haben den Jäger zwar nicht gefunden, aber ich habe eine Idee, wo er stecken könnte. Ich werde der Sache nachgehen und melde mich dann bei dir. Währenddessen kannst du den Stalkern von diesen blutsaugenden Monstern erzählen. Gegen diese Bestien muss etwas unternommen werden. Okay, wir müssen jetzt Beard informieren, dass wir ein Blutsaugerlager entdeckt haben und auch mit ziemlich starker Kampfstärke, wie es aussieht. Ja, jetzt heißt es wieder dahin latschen. Gibt es nicht irgendwas, was wir noch erledigen könnten? Nein. Stimmt, diese Kiste müssen wir auch noch diesem Snack da geben. Obwohl, das muss nicht unbedingt sein. Wir können theoretisch auch die Kiste für uns behalten und vom Techniker aufbrechen lassen. Der wird dafür ein Honorar verlangen. Wenn wir es mit Snack, wenn wir Snack geben, dann kriegen wir 2 der 5 Items, die es dort gibt. Und ich bevorzuge es eigentlich in der Regel immer, das dem zu geben, weil das Zeug, was da drin ist, das kann ich eh nicht brauchen. Das ist oft, das ist eigentlich nur Müll. Könnt ihr euch alles schenken. So. Ja, gute Ausbeute. Das ist wirklich eine gute Ausbeute. Wie sieht es mit den Energy Drinks aus? Kann ich mir das noch einen leisten? Ja, okay. Kippe ich noch einen runter, weil ich habe einfach keinen Bock, jetzt so lahm dahin zu latschen. Da hätte man sich echt nochmal was einfallen lassen können. Aber das ist, glaube ich, auch so einer der Reize des Spiels. Das war in den Vorgängern viel schlimmer. Da musstest du echt, also, oh, gerade Shadow of Chernobyl, boah. Wolltest vom AKW zum Cordon? Da warst du ungelogen. Eine halbe Stunde allein mit Laufen beschäftigt. Ungelogen. Ganz, ganz fürchterlich. Keine richtigen Zentrallager, keine Kisten zum Ablegen. Scheiß Wirtschaftssystem. Also, ich finde da Call of Pripyat in allen Hinsichten gelungen. Jetzt verpiss dich da mal, ich will vorbei. Hallo. Ja, ich rutsche lieber durch den Stahl hier durch, ist klar. Mann, 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 ey. Du gehörst als Wache abgesetzt. Naja, ich habe mich, glaube ich, jetzt wieder genug aufgeregt. So. Gehen wir erstmal zu dem Typen hier. Hey. Hier ist die Kiste. Okay, dann teilen wir jetzt die Beute auf. Legen wir los. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Meine alte, aber todbringende Fora. Okay, eine Pistole. Mein Onkel hat sie vor langer Zeit selbst modifiziert. Ist ja fast schon ein Familienerbstück, oder? Deswegen sollte ich sie nehmen. Ja, den Schrott kannst du behalten. Okay, mal sehen. Ein ausgezeichnetes Medikit. Gut genug, wenn man es mit einem Bären oder sogar mit einem Controller aufnehmen will. Das gehört mir.
Nee, Medizin nehme ich gerne. Okay, das akzeptiert er. Was ist da noch drin? Okay, wow, ich bezweifle, dass du jemals so ein Gewehr in den Händen gehalten hast. Ein erweitertes AKM 47 2U. Ich habe diesem Kerl von den Wächtern eine Menge Medikits gegeben, damit er mit dieser Schönheit rausrückt. Das war damals, als die Freiheitler einen Wächtertrupp dermaßen eingeheizt haben, dass ihnen die Medikits ausgegangen sind. Seitdem hat mir dieses Baby dreimal das Leben gerettet. Das ist definitiv für mich. Okay, kannst du behalten. Oh, ein wertvolles und schönes Stück. Dieses Artefakt hat einen ganz schönen Batzen, ist einen ganz schönen Batzen Geld wert. Ich habe es übrigens selbst aus einer Anomalie geholt. Dabei habe ich mir mehr als nur einmal die Hosen gemacht. Das ist meine Trophäe, die ich mir mit Blut und Tränen verdient habe. Nee, das möchte ich haben. Du machst mich echt fertig, Mann. Nimm es. Meine Großzügigkeit wirst du in absehbarer Zeit sicher nicht vergessen. Okay, was ist noch? Ein Seelenartefakt, ja. Ein hervorragender Helm, handgefertigt. Behalte den Schrott selber. Das war's. So, jetzt. Willkommen auf unserem Sumpf. So, ich habe ein ganzes Lager voller Blutsauger unter dem Antennenkomplex entdeckt. Gut, das Lager muss gesäubert werden. Lass mich nachdenken. Wer weiß, wie viele Blutsauger in diesen Tunneln sind. Vielleicht können wir sie mit giftigem Gas erledigen. Ich erinnere mich daran, dass Uhu mal von irgendwelchen Gasflaschen gesprochen hat. Rede du mit ihm, wir haben kein besonders gutes Verhältnis zueinander. Falls du irgendwie eine der Gasflaschen in die Finger kriegen solltest, befestige sie am Belüftungssystem des Antennenkomplexes. Es sollte dann nur eine Sache von ein paar Minuten sein, bis diese Biester erledigt sind. Ja, natürlich. Gut, giftiges Gas finden. Wir werden diese Viecher einfach vergasen. Klingt sehr interessant, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, hier kann ich jetzt wieder einen kleinen Stopp einlegen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao!